Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. Die islamische Zeitrechnung richtet sich nach dem Mond. Deshalb beginnt der Ramadan jedes Jahr 10 Tage früher als im Vorjahr. Mit der Morgendämmerung ist den Muslimen Essen und Trinken nicht erlaubt, egal wie lange und wie heiß der Tag ist. So wollen sie Gott näher kommen und sich auf ihn konzentrieren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Traditionell beginnt der Muslime mit Wasser trinken und Datteln essen. Eine Stunde später gehen alle zur Moschee. Ramadan ist die Monat, die man an arme Menschen denken muss. Und wenn man Fastenmonat, den ganzen Monat fastet, du musst auch denken, es sind Menschen, die fast den ganzen Monat nichts zu essen haben. Und wenn man verhungert sind, dann versteht man auch die hungrigen Menschen. Und du musst auch viel in Ramadan-Monat geben an arme Leute. Was du mehr hast, darfst du zum Beispiel, wenn du 100 Euro hast, davon 40% gehört armen Leuten. Also wenn du Gespartes hast, deine Gespartnisse im Jahr. Und im Ramadan-Monat, du musst diese Zakat geben. Das ist Zakat für islamische Menschen, die an Gott glauben, an Allah glauben, müssen das einführen. Wenn du ein ganzes Jahr gespart hast, sagen wir 1000 Euro, 40% davon musst du an arme Menschen teilen. Meine Meinung, Ramadan ist ein Monat, den man an gute Sachen denken, an guten Taten muss Mensch machen. Ramadan ist der heiligste Monat im Jahr und Ramadan bedeutet für mich Geduld, das, die Dinge zu schätzen, die man hat, und man lebt halt viel enger mit den anderen Personen in der Gesellschaft zusammen. Erst nach dem Sonnenuntergang beginnt das sogenannte Fastenbrechen. Das gemeinsame Essen mit der Familie und mit Freunden. Ich habe einige Patienten gefragt, was sie über den Ramadan wissen. Ramadan bedeutet für mich einfach eine innere Ruhe. Ich weiß, dass es in jedem Jahr einen Monat dauert, aber es hängt vom Mond ab. Deshalb fällt es nicht in jedem Jahr am selben Tag statt. Nach dem 30. Fastentag gibt es ein großes Fest, das Zuckerfest. Fast wie Weihnachten bei den Christen. Zu Gast bei Geflüchteten aus Syrien. Die 4 jungen Männer wohnen in Berlin und kochen das Essen für das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang. Mein Name ist Mohammed Arbash, ich bin ein Syrermann, bin seit 15 Monaten in Deutschland. Ramadan ist ein heiliger Monat für uns, für die Muslime. Wir fasten ungefähr hier 18 Stunden pro Tag. Wir bitten vor dem Gott im Kernsmonat und wir freuen auf der Gott uns Hilfe. Kinder, Schwangere und Reisenden brauchen nicht fasten, aber es gibt eine Möglichkeit, das Fasten nachzuholen oder Bedürftige zu unterstützen. Die Kinder bekommen Geschenke und Süßigkeiten. Dann feiert die Familie mit den Verwandten zusammen 3 Tage lang.